Ich wollte eigentlich gerade die legendären Items, die lilanen Items wieder ins Lager tun. Habe ich dann dagegen entschieden. Falls sich ihr fragt, warum ich in der Krypta hin und her gelaufen bin. So, Kriegsrat einberufen, Liliana bzw. Schwester Nachtigall, Cullen, Josephine und Morrigan. Ich weiß immer noch nicht, warum Morrigan hier ist. Hat wahrscheinlich was mit der Hauptquest zu tun. Ursprung der Angriffe über der dunklen Brut finden haben wir gemacht. Wir haben die Hilfe der Grauen Wächter dafür eingefordert. Oder wir haben die Grauen Wächter eingesetzt, vielmehr. Inquisitor. Die Grauen Wächter haben das Gebiet wie befohlen gesäubert. Leider waren sie dadurch offen für einen Hinterhalt der Söldnerdiensten der Marquis irgendein Name. Offenbar hat die Marquis entgegen bestehender Verträge im Gebiet geschürft und dabei versehentlich die dunkle Brut befreit. Die Marquis ist in die Garmordan-Gipfel geflohen. Die Grauen Wächter haben Verluste erlitten, aber ihre Moral ist nach wie vor hoch und ihre Treue der Inquisition unbestritten. Das ist gut, wir haben Einfluss gewonnen. Dann können wir die Marquis gleich mal verfolgen. Hier ist alles abgeschlossen. Ach, Moralverbesserung, Gott, tatsächlich. Ja. Der Name unseres Feindes, der Bericht liegt bereit. Unsere Spionin, eine Magierin namens Sidoni, ist nach erfolgreicher Mission aus Minrathis zurückgekehrt. Sie hat sich als Assistentin eines Magisters ausgegeben und sich Zugang zur Bibliothek des Magisteriums verschafft, um ihren vermeintlichen Forschungen nachzugehen. Dabei konnte sie neben dem Liberalum einige andere mystische Folianten in ihren Besitz bringen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen, die man zur Inquisition zurückverfolgen könnte. Dorian wird eine Weile brauchen, um das Liberalum durchzuarbeiten, aber er scheint optimistisch zu sein, dass es sich als nützlich erweisen wird. Gezeichnet Schwester Nachtigall. Wir haben die Wellenklinge, einen Plan für die Wellenklinge erhalten. Keine Ahnung, was das sein soll. Und dann haben wir noch den Druck auf den orlesianischen Adel ausgeübt. Die orlesianischen Adligen waren überglücklich, sowohl dem Thron als auch der Inquisition ihre Treue zu schwören. Das Einzige, was ihrer Großzügigkeit gleichkommt, ist ihr Wunsch, unerfreuliche Ereignisse wie jene im Winterpalast in der Zukunft zu vermeiden. Das ist schön. Haben wir 190 Gold als Belohnung erhalten. Dann gucken wir mal nach. Enttarnung des Doppelagenten, Ressourcen des Kammwald. Was haben wir hier? Fortsetzung der Arbeit ihrer Vorgängerin. Was auch immer das heißen soll. Geschichtsernte. Was haben wir hier noch? Rote Jenny. Was haben wir hier noch? Allianzen mit Wut in den Augen. Es kommt zu Gewalt. Lord Desrosiers bedroht offen die Besitztümer unserer Verbündeten Lady Theobald. Ach, die alte Geschichte. Ich weiß ja nicht mal, wie das angefangen hat. Er behauptet, ihre Verbindung zur Inquisition seien für den Verlust seiner Ehre verantwortlich, was genau gekommen sogar die Wahrheit ist. Tatsächlich, wir haben ihn entehrt? Seine Milizen bedrohen verschiedene Handelsvorposten. Allerdings ist nicht sicher, ob er tatsächlich vorhat, sie auch anzugreifen. Lady Richelieu, irgendwie sowas, verdeutlicht die Situation. Obwohl er gesellschaftlich geächtet ist, hat Lord Desrosiers noch immer zahlreiche Verbündete. Ihr könntet ihn zwar sicherlich in Schach halten, aber vielleicht sollten wir einen anderen Kurs einschlagen. Eine Vereinigung seines Hauses mit dem eurer Verbündeten Lady Theobald könnte nicht nur alle Beteiligten zufriedenstellen, sondern ihnen auch einen Nutzen bringen. Ihre Tochter Celeste Theobald ist zwar mit einem gewissen Leandre verlobt, aber das hier ist eine Art Krieg und ist in derartigen Zeiten nicht ein persönliches Opfer einem Blutvergießen vorzuziehen. Um ehrlich zu sein, ist es die einzige kluge Lösung, weshalb ich bereits mit den entsprechenden Vorbereitungen begonnen habe. Sind wir uns einig? In Erwartung eurer Antwort, Lady Eustace Richelieu. Josephine sagt, ich denke zwar, dass es nicht alle Beteiligten glücklich machen wird, doch der Vorschlag, das alles durch eine Vermählung zu beenden, würde sicherlich angenommen werden. Das ist eine Sprache, die sie alle verstehen, Inquisitor. Der Kampf ist nicht ihre Welt. Dann könnten wir theoretisch unsere Truppen reinschicken und die wären alle zu verängstigt, um sich aufzulehnen. Liliana, sollen wir für dieses Chaos wirklich Leben aufs Spiel setzen? Sagt die Richtige, ne? Wenn wir uns zurückziehen, haben wir unser ursprüngliches Ziel erreicht. Sie sind gespalten und keine dieser Parteien stellt für uns eine Bedrohung dar. Und Cullen sagt, wir sind stark genug, um Lord Desrosiers in die Schranken zu weisen. Wir haben uns für einen Weg entschieden und sind in der Lage, ihn auch zu Ende zu gehen. Also wir müssen auf jeden Fall konsequent bleiben.
Ich weiß nicht, wie gut das ausfallen wird. Und der ist ja ein geächteter Mann. Aber er hat zahlreiche Verbündete. Ich dachte, er ist geächtet. Wenn er geächtet ist, wieso hat er dann zahlreiche Verbündete? Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Ach, weißt du was, ich vermelde jetzt. Das ist mir egal. Fangen wir an. So, Josephine, mach. Wir verfolgen auch noch die Marquis Buffon. Oder haben wir noch irgendwas anderes, das nicht gekennzeichnet ist? Leder, Ressourcen. Das ist abgeschlossen. Jene jenseits des Meeres demaskieren. Ich habe die auf dem Kopf stehenden Dreiecke an unserem Vorposten von unseren Leuten entfernen lassen. Sie wurden nicht erneuert, aber das muss nichts heißen. Klar ist, dass jemand Interesse an der Inquisition hat. Jemand mit Verbindungen zu jenen jenseits des Meeres. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Mit den Kundari haben wir unsere Hauptverdächtigen eliminiert. Ach ja, stimmt ja. Allerdings sagt uns das Wissen, wer sie nicht sind und nicht wer sie sind und was sie vorhaben. Sie sind raffiniert, so viel steht fest, und sie haben gewisse Möglichkeiten. Aber die haben wir auch. Und sie werden bald erfahren, dass man mit der Inquisition keine Spielchen treibt. Wenn unsere Nachforschungen irgendeine Aussicht auf Erfolg haben sollen, müssen wir schnell und hart zuschlagen, bevor sie wissen, dass wir sie beobachten. Eine koordinierte Überprüfung aller Hinweise, die wir haben. Und Kallen sagt, das führt zu nichts. Ich werde keine Truppen auf nebulöse Intrigen und irgendwelche Kreidezeichen ansetzen. Wir sollten die Sache vergessen und uns auf Korypheus konzentrieren. Ganz schlecht. Habe ich schon mal gesagt. Was bist du denn für ein Kommandant? Wir setzen Liliana drauf an. Wir doch mal sehen. Und dann können wir Kalle nutzen, um die Marquis Buffon zu verfolgen, nehme ich an. Inquisitor. Als ihr Verrat aufgedeckt wurde, ist die Marquis Effilage? Keine Ahnung. Buffon in die Berge geflohen. Wir haben sofort die Verfolgung aufgenommen, wurden aber von den unzähligen Gelände und einigen Dämonen aufgehalten. Ach, seid ihr doof. Da wir nicht weiterkommen, haben uns die grauen Wächter ihre Hilfe angeboten. Sie scheinen die einzige Kraft in der Gegend zu sein, die dazu in der Lage ist. Abgesehen davon glaube ich, dass es sich lohnt, die Marquis zu verfolgen, wenn es uns möglich ist. Hochachtungsvoll, Leutnant Suzanne Clochet-Sec. Kallen sagt, die grauen Wächter werden sich gegen die Dämonen besser schlagen als einfache Soldaten. Sollen sie sich durch die Berge kämpfen? Ja, das machen wir. Machen wir uns an die Arbeit. Damit werden alle Aufträge verteilt und wir können uns nach Empris du Lyon begeben. So. Da wollten wir sowieso hin. Nehmen wir wieder unsere Standardtruppe mit, die am besten ausgerüstet ist und mit denen wir am meisten Erfahrung in Kämpfen haben, die aufeinander abgestimmt ist irgendwie. Ja, Beric, der Fernkämpfer mit seiner Bianca. Ich glaube, die müsste ich mal verbessern. Ich bin mir aber nicht sicher. Solus, unser Magier, der Barrieren aufbaut im Kampf, wenn auch nicht besonders viele, aber immer noch mehr als Vivien oder Dorian. Und Cassandra, die Kriegerin, die mehr aushält als unser eigentlicher Tank Blackwall. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es die Ausrüstung von Blackwall, die einfach so schlecht ist, dass er nichts aushält, aber hält nichts aus. So, wir sind zurück in Empris du Lyon. Wir haben natürlich wieder eine Requisitionsaufgabe. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Ja. Wir sollen Seberit und Dämmerstein finden. Ja, machen wir. Aber vorher gucken wir auf die Karte, gucken nach, wo denn der letzte Riss ist. Tatsächlich hier hinten. Hier ist noch ein Okularum. Den haben wir im Einsatz abgeschlossen. Hier oben scheint noch eine Quest zu sein. Dann reisen wir mal in die Suledin-Feste. Mal gucken, ob sich da irgendwas verändert hat. Ob es da überhaupt irgendwas gibt oder ob das einfach wieder nur ein Bug ist. Das letzte Mal, als wir hier waren, hat er nämlich auch gesagt, er hätte hier eine Quest und dann war nichts. Der Baron. Ein schöner Tag, nicht wahr? Gibt es etwas Neues, Baron? Unsere Unternehmungen scheinen reibungslos zu verlaufen, Inquisitor. Dann gibt's doch nichts Neues. Ich sollte mich wieder auf den Weg machen. Aha. Vielleicht ist aber auch gar nicht der Baron von Bedeutung. Doch, der Baron ist von Bedeutung. Der Baron sagt, er hat eine Quest, aber es ist keine Quest.
zum Annehmen da. Das ist sehr schön. Na gut. So viel dazu also. Dann rufen wir die Questkarte auf und reisen. Ja, wohin reisen wir denn? Hierhin. Zum Lager am Turm. Das ist gleich unten am Fuße der Suledin-Feste. Leider konnten wir da nicht runterspringen. Wo sind die Suledin-Feste? Da hinten. Da hinten waren wir gerade eben. Jetzt sind wir hier. Wir müssen aber da hinten lang. Wo ist die Brücke? Da. Wie war es bei euch? Natürlich. Was ist denn das für eine Konversation? Da war ja die Konversation von Oblivion besser. Garstige Viecher, diese Schlammkrabben. Wenn ihr das meint. Guten Tag. Guten Tag. Und so weiter. Mhm. Euer Gnaden. Jawohl. Ach, da hinten ist der Drache, den wir nicht klein gekriegt haben beim letzten Mal. Der uns mit seiner jungen Brut tierisch auf die Nerven gegangen ist. Aber wart's nur ab. Jetzt bin ich besser ausgerüstet und bin wahrscheinlich stärker als du. Sonnenbecken. Gehst du hier lang? Können wir hier lang? Müsste ja eigentlich, oder? Durch den Torbogen. Ein kleiner Gang unter dem Felsen. Wo ist denn hier eigentlich das Okularum? Ach, da vorne. Okay. Wir sollen hier einen Riss schließen, müssen einen Turm sichern und zwei Drachen erschlagen. Und dann sind wir hier mit Empris Dulion fertig. Und dann geht's ins nächste Gebiet. Die arbeite ich jetzt alle von oben nach unten ab. Und dann machen wir uns an die Hauptquest. Das kann also nicht mehr allzu lange dauern. So um die 20 Folgen wahrscheinlich. Es ist schon ein Wahnsinnsprojekt. Ne? Also das ist echt viel Füllmaterial, das mir zur Verfügung steht. Kann ich das Let's Play richtig schön strecken. Das macht man ja so gerne als Let's Player. Let's Plays strecken und so viele Folgen wie möglich machen. Alles für das YouTube-Money. Ich frag mich, ob das jetzt niemand ernst nimmt. Hier war irgendwo das Okularum. Da oben war der Drache. Genau, Judicales Ring. Das Okularum ist dort oben. Wahrscheinlich müssen wir von oben runterspringen. Und dafür müssen wir erstmal den Drachen da oben erledigen. Den haben wir ja schon mal herausgefordert. Den kalten Zahn. Wir sind dann jemals nicht gescheitert. Wieso haben wir eigentlich Vivien dabei? Hier hab ich mich, ich hab mich vertippt. Toll. Ich hab die falsche Magierin ausgewählt. Das fängt schon mal gut an. Sowas. Na komm. Ach, Vivien, du bist immer im Nahkampf gehen und Beric auch, ne? Alt, Beric sollte nicht da hinten gehen, da kommen immer die Jungtiere. Vielleicht hier hin. Was? Falsche Magier dabei, das ist doof. Ah, hat er wieder so eine Rüstung.
Moment. Ja, das ist so gut, oder? Auf mich wegzuschieben. Ja, ja. Du dummes Mistvieh. Fliegst im Kreis, spuckst wahrscheinlich was auf mich. Ja, da kommt's schon. Obwohl, unsere Magierin, die meint, sie müsste im Nahkampf rumpacken. Wenn das nicht klappt, dann weiß ich, woran es liegt. Hallo, da bist du ja wieder. Das ist aber eine schöne Landung. Ach, jetzt immer wieder Rüstung. Halt. Das Beef ist irgendwie nicht so gut. Stehst du da schon wieder rum? Steht immer irgendwie rum, wenn man ihr sagt, sie soll einen Schildschlag machen. Ich glaube, die kann das nicht so ganz. Voll an uns vorbei und falsch getroffen. Ich weiß gar nicht, ob das effektiv ist, wenn man alle Gutmaßen zum Bluten bringt. Also ob das was bringt, weiß ich nicht. Oh, guck mal, sieht er gut. So, Rüstung von dem ist weg. Mehr Schaden. Hey! Jetzt fliegt der schon wieder weg. Guck mal, da hinten ist das Okularum. Ach, ist überall an. Ja, wenigstens hat's geblockt. Ja, nur nicht besonders gut. Very gefischt. Für den Kampf muss ich werden Drachen immer noch genial. Also wenn man Kampf mit Drachen bekämpft. Da hat man etwas Rechte hinter meinen, das nicht gut ist. Ist er gut? Ach, da kommt sie. Meine Panzerung wird auch immer stärker. Tun wir Mama wie, keine Sorge. Gefällt euch nicht, ne? Ach, weißt du noch, wie wir. Oder weißt du noch, wie wir gegen den Jungtieren voll von das Maul bekommen haben? Und jetzt können wir die einfach umhauen. Kein Problem. Dazu ist nicht gut, das ist so Kopf. Das andere blutet schon.
oder wie seine Jungbrut. Ui, jetzt ist die Kamerafahrt etwas verrückt. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass die hier auftauchen, bewegen unsere Leute sich die ganze Zeit. Wir werden nicht mehr von den Eisbällen getroffen, aber werden sie trotzdem. Vielleicht ist es auch einfach kaltes Feuer, das kann auch sein, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der spuckt Eis. Au, aua! Kannst du nicht einfach alle umhauen? Was fällt dir denn ein? Gar nicht mehr. Nein! Jetzt hör auf zu brüllen. Immer wenn du brüllst, dann kommt deine Brut, die ist nervig. Jetzt fliegt er wieder weg. Sowas. Drachen weg. Da kannst du sehen, was passiert, wenn du deine Jungbrut holst. Wenn du deine Kinder holst. Sterbensale. Also auf damit. Hey? Willst du mich verarschen? Komm da runter. Was soll denn das? Was sind nicht meine Kinder hier? Soll das jetzt beeindruckend sein oder was? Ich kann das den ganzen Tag machen. Wahrscheinlich auch. Au. So zu deiner Blockade. Schon wieder. Kommt schon. So langsam wird es anstrengend. Ich meine, nicht so anstrengend wie der Sumpfdrache, den wir dann praktisch im Alleingang gelegt haben. Aber auch noch anstrengend genug. Mutter ist tot, flieht! Flieht! Nein? Okay, dann nicht. Caliban, Schwert. Ein einzigartiges Schwert, ein hochwertiger Trankgürtel, eine Perle, eine meisterhafte Kundschafterrüstung, eine Drachendrüse, ein reines Drachenblut und die restlichen üblichen Sachen, die man so vor Drachen bekommt. Und einen Inquisitionsboni haben wir auch erhalten. Das ist alles sehr schön. Er speichert gerade oder meint immer noch, wir wären im Kampf. Deswegen können wir nicht aufs Inventar zugreifen. Inventar nicht verfügbar, weil du angegriffen wirst. Ja. Von was denn? Nun so ein Viech da unten, oder wie? Drachenjungschuppen. Drachenblut. Von was werde ich denn angegriffen? Vom toten Drachen wahrscheinlich.